So, dann bin ich jetzt auf seinem Profil. Raphael G. Hier, Raphael Karlsen. Vor den raus. Das geht immer über diese Schwerter hier, die gekreuzten Schwerter. Wie war das nochmal hier? Nicht unbegrenzt, normale Bedenkzeit. Ich wähle mal 5 plus 5 und gebe ihm noch, machen wir mal 6 plus 5 und gebe ihm halt noch ein paar Minuten dazu gleich. Können gerne gewertet machen. Zufällige Farbe. So, er kriegt jetzt noch ein paar Minuten dazu, auf 10. Ich hoffe, er nutzt seine Zeit. Have fun, good luck. Fang mal an mit E4. Beginnt er, ich spiele mal G6, moderne Verteidigung. Gibt dem Gegner so ein bisschen das Zentrum am Anfang, aber man möchte später das Zentrum attackieren mit E5 oder C5. Das sind so die Standardzüge, Läufer C4. Springer F6, greift den Bauern an. Der Theoriezug lautet jetzt hier Dame E2. E5 wäre zu früh, ich würde schlagen und könnte dann eventuell die Dame tauschen. Also der Theoriezug hier ist Dame E2. Gut, man kann auch Springer C3 spielen, geht auch. Jetzt gibt es hier dieses Motiv Springer E4, Springer E4, D5, aber ich glaube, das ist gar nicht so gut. Ja, was spielt man denn jetzt? C6? Könnte ein Zug sein. Er hat sich jetzt das Tempo gespart mit Dame E2, Läufer G4, H3, Läufer F3, Dame F3 könnte eine Idee sein. Und dann Springer C6 mit Angriff auf den Bauern. Das sind so typische Züge. Ich kenne die Theorie auch gar nicht. Wie gesagt, Läufer C4, Springer C3, die Kombination ist selten. Ja, was mit Springer E4, Springer E4, D5, Läufer D3? Naja, das gefällt mir nicht, das ist zu. Machen wir ruhig Läufer G4. Entwickeln eine Figur. H3, Läufer F3, Dame F3, Springer C6, greift den Bauern an. Und dann kann ich mit E5 die schwarzen Felder im Zentrum attackieren, eventuell. Oh, E5 hier. Schlagen, schlagen. Schlagen, schlagen. Ja, hat auch seine Berechtigung. Dahin zurück. Naja. Ich glaube, ja, ist übertrieben, von Berechtigung zu sprechen. Ja, was kommt hier in Frage? Außer H3. H3 ist mit Abstand der logische Zug, finde ich. Läufer E3 macht er. Okay, wieso nicht? Dann machen wir jetzt Springer C6, setzen unseren Plan fort. Die Idee ist, wenn er H3 macht, dann nehme ich hier raus und spiele dann E5, das, was ich sowieso geplant hatte im Vorfeld. D5 kommt immer Springer E5 hier, mit Angriff auf den Läufer und den Springer. Und mein nächster Zug ist sowieso auch E5 hier. Was ist, wenn er selbst E5 macht? Das geht, glaube ich, nicht wegen Schlagen. Schlagen. Ja. Ich kann aber nicht auf E5 schlagen, weil dann. Jetzt macht er den. Das hatten wir schon vorher erwartet. Spielen wir jetzt sofort E5. Ja, machen wir mal. Greifen den Bauern an. Wenn er vorzieht, dann hat er Raumvorteil, aber er sperrt seinen Läufer aus und dann. Gehe ich ins Zentrum?
oder gehe ich dahin? D5, Springer D4 greift die Dame an, Läufer D4, ED4, Springer B5 greift den Bauern an, Turm E8 greift den E4 an, Turm E1. Und dann bin ich mir nicht sicher, wie ich mit dem Bauern D4 umgehen soll. Ja, wahrscheinlich auf D5 sogar den machen, um dann so Königsindisch-mäßig zu spielen, indem ich den Springer wegziehe und dann mit F5. Ist ein simpler Plan. Ja, D5, Springer E7 gefällt mir besser. Ja, er deckt den. Das ist aber nicht ungefährlich. Jetzt steht die Dame da ein bisschen komisch. Der Bauer E4 könnte ein Problem sein. Okay, wenn ich nehme, mit dem Springer. Oh, Springer E5, Dame E2, Springer schlägt C4, Dame schlägt C4 und dann Springer schlägt E4. Man sieht nach dem Bauerngewinn aus. Es geht aber weiter mit Springer B5. Interessant. Interessant. Nehmen Springer D4. Springer E5, Dame E2. Springer schlägt E4 sogar, ne? Gut, er kann auch mit dem Läufer nehmen, aber den Läufer möchte man nicht abgeben. Nehmen. Logisch ist jetzt mit dem Springer zu nehmen und dann mache ich Springer E5. Läufer D4, ja, dann schlage ich den Läufer halt. Habe ich auch keine Wahl. Aber den Läufer zu kriegen ist eine gute. Ist gut für mich, weil dann wird dieser Läufer sehr stark auf dieser Diagonale wahrscheinlich. Springer D4, Springer E5 mit Doppelangriff auf die beiden hier, Dame E2 Einziger und dann kann ich Springer schlicht E4 machen. Gewinne ich einen zentralen Bauern, er macht es wirklich, greift Dame und Läufer an, Dame E2 Einziger Zug hier und dann kann ich einfach den E4 erstmal nehmen, oder? Was natürlich ein ganzer Bauer erstmal ist. Also Dame E2 ist jetzt wirklich mit Abstand der Einzige, oder? Springer, der Dame ist angegriffen und der Läufer muss zurück. Ich weiß gar nicht, was er überlegt hier. Es gibt überhaupt keine Alternative. Oder ich bin blind gerade, genau. Springer C4, Dame C4 würde ich gerne machen als Zwischenzug, aber nach Springer schlicht E4 hat er Springer B5 und greift den C7 an und den Springer auf E4. Das sieht nicht so klar aus. Springer E4 sofort scheint einfach zu gehen, weil mit dem Läufer sehe ich keinen großen Abzug für ihn. Nö, da hat er keinen Abzug. Kann ich machen. Oh, Springer E4, Läufer D5, ne? Und dann hängt der B7 eventuell. Springer F6, Läufer schlägt B7, Turm B8. Springer C6, schlagen, schlagen. Turm schlägt B2, Läufer A7 hängt. Springer schlägt E4, Läufer D5, Springer C5. Springer C5. Okay, ich glaube, ich muss doch nehmen. Springer schlägt E4, Läufer D5, Springer C5. B4. C6. B schlägt C5, schlagen auf D5, schlagen auf D6, Dame schlägt D6. Scheint zu gehen auch. Ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich mache es jetzt einfach. Ich spiele mit weniger Zeit, um das Ganze ein bisschen zu balancen. Damit meine Gegner mehr Chancen haben. Okay, Läufer D5, Springer C5, deckt den Bauern. Und ich drohe dann mit C6 den Läufer wieder zu vertreiben. B4 ist die kritische Variante. C6 greift den Läufer an.
B schlägt C5, C schlägt D5, C schlägt D6, Dame schlägt D6, das ist die Variante, die ich berechne gerade. Dann habe ich am Ende einen Bauern mehr. Und das sieht okay aus für mich. Ja, das ist okay. Sollte besser sein wegen des Mehrbauern. Im Moment drohe ich den Läufer zu schlagen auf C4. Was heißt drohen? Ich würde den gerne tauschen, damit das Läuferpaar halbiert wird bei Weiß. Dieser Springer hier ist ungedeckt. Den kann er auch nur so angreifen. Klar, F3 geht auch, aber dann kommt Springer G3. Mit der Gabel hier. Ja, das war klar. Springer C5. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts eingestellt hier. B4 ist natürlich der kritische Zug, ne? Weil wenn ich jetzt zu C6 komme und den Läufer wieder vertreibe, dann habe ich einfach einen gesunden Mehrbauern. Und das hatte ich alles berechnet. Ich kann natürlich, ja, er kann meinen Springer schlagen, er kann natürlich auch auf F7 nehmen, aber das ist, macht keinen Unterschied letztendlich, welchen Bauern er jetzt schlägt. Der Läufer kann natürlich auch weg, aber wohin? Egal wo er hingeht, er wird von meinen Springern geschlagen, ne? Wenn er dahin geht, ich meine, ich kann meinen Springer dann auch einfach wegziehen, wenn er seinen Läufer wegzieht. Ja, das war eine harte taktische Sequenz, die man genau rechnen musste. Läufer F3, okay, dann schlage ich den und ziehe dann den Springer einfach weg. Dann ist alles gedeckt. Wenn er dahin zurückgeht, nehme ich ihn natürlich. Ja. Wenn er hier schlägt, dann schlage ich natürlich mit dem Springer. Wenn er auf C6 schlägt, letztendlich ist es immer das Gleiche. Nee, C6 kann er noch nicht mal schlagen. Weil dann schlage ich mit dem Springer. Okay, ich gehe von B schlägt C5 aus, C schlägt D5. C schlägt D6, Dame schlägt D6, ich behalte meinen Mehrbauern. Springer B5 ist dann ein Zug, mit der Idee dort zu schlagen. Sehe ich gerade. Es gibt aber ein paar taktische Probleme hier wahrscheinlich für ihn. Dame D7. Springer schlägt A7, ja, so. Er schlägt hier, ich schlage da. Springer B5, Angriff auf die Dame, Angriff auf den Bauern. Dame D7 zurück, greift den Springer an. Plus D4 ist eine Drohung eventuell. Läufer schlägt A7, glaube ich, geht dann nicht wegen Springer C4. Mit Angriff auf den Turm und Angriff auf den Springer. Und Läufer schlägt A7 in der Variante. Ne, Springer schlägt A7, Dame B5. Okay, dann kann ich jetzt aber hier erstmal nehmen, oder? Ja. Ich greife ja den Springer an. Er will ja, kann ja nicht auf B7 nehmen. Er muss jetzt mit der Dame auf B7 nehmen. C5. Und dann kann ich Springer C4 sehr stark spielen. Und den Läufer auch attackieren. Das gibt ein paar Probleme hier. Turm C8? Nein, geht nicht. Springer C4 sieht sehr stark aus. Und dann B6. Was ist denn mit B6 sofort übrigens? Nee, wozu denn? Springer C4 sieht sehr gut aus. Das machen wir jetzt mal. Er kann nicht weggehen mit dem Läufer, weil dann kommt B6. Mit Angriff auf die Dame und dann hängt der Springer. Das heißt, den Läufer, den bekomme ich hier, wenn ich den haben möchte. Das wäre auch eine Schwächung seiner Struktur. Ich müsste eigentlich die Dame ins Spiel bringen, um die Türme zu verbinden und so wie solche Züge wie Turm E8, Turm C8 zu haben. Zeitlich hole ich langsam auf. B6 ist natürlich auch ein logischer Zug, aber dann kommt damit C6. Na und dann Turm C8, ne? Dame A4. Turm E1. Eigentlich würde ich gerne Dame D7 zuerst spielen. Vor. Und dann Turm C8, den anderen.
Ja, ist gar nicht so leicht. Komm, ich spiele trotzdem B6, glaube ich. Einfach aus dem Grund, damit die Dame verschwindet. Und dann kann ich auf E3 nehmen und er muss mit dem F-Bauern nehmen. Das ist ein Nachteil. Weil der Läufer sonst den Springer schlägt, ne? So, die Frage ist natürlich, wo geht er mit der Dame hin? Nach B4. Ja, den Springer kann ich erstmal da halten, weil der steht da sehr stark. Komm, machen wir erstmal Dame D7. Oder? Das fühlt sich richtig an. Ja, ich will die Türme verbinden. Ich muss ein bisschen schneller spielen, komm. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, um alles zu überdenken. Beziehungsweise um alles perfekt auszurechnen. Sein Problem ist, der Turm da hinten ist in der Diagonale. Den wird er jetzt nach D1 ziehen. Und dann spiele ich Turm E8, macht Druck gegen den. Dann kann er den Läufer wieder nicht wegziehen wegen Turm schlägt E1, Turm schlägt E1 und Läufer D4. Das ist gut. Er kann natürlich den Springer wegziehen. Ich denke, spätestens dann werde ich auf E3 reinklatschen. Ja, den Läufer zu schlagen macht Sinn, weil ich einen Bauern mehr habe und dementsprechend, wie ich auch immer wieder sage, oh, das ist ein interessanter Zug. Ja, das ist ein interessanter Zug, weil er den habe ich völlig unterschätzt, ehrlich gesagt. Gut, der Springer gefällt mir auf C4, den möchte ich noch nicht abtauschen in den Läufer. Irgendwie möchte ich nicht. Er hat ja sowieso nur das Feld, ne, wenn er weggehen will. Was aber auch kein schlechtes Feld ist. A5, glaube ich, ist Quatsch. Das würde nur den B6 schwächen. Das lassen wir mal. Der Turm spielt noch nicht mit, der will wahrscheinlich hier hin. Springer D2. C2 natürlich. Er kann jetzt den machen, ne? Ja, gut, jetzt nehmen wir mal. Ja, jetzt kann ich aber den C3 angreifen, ne? Ja, hier zweimal. Ich kann Druck ausüben gegen den Bauern. Das ist wichtig, dass ich den mit Tempo ins Spiel gebracht habe. Für Turm AD1 hat er, glaube ich, keine Zeit. Wegen Läufer schlägt C3, oder? Springer D5? Nein, geht nicht. Gut, D4 ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Den Druck verstärken gegen C3. Ist sehr sinnvoll. Mit Dame C6. D4 ist eine Möglichkeit, aber dann. Ja, das ist nur ein Tausch. Okay, machen wir Dame C6. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Zumal er auch C4 machen kann. Ne? Nee, das geht gar nicht wegen C4. Ja, ich will Material tauschen, um die ganze Sache zu vereinfachen, weil ich habe ja einen Bauern mehr und ich hätte nichts gegen ein Endspiel einzuwenden. Oder was tauscht er die Damen hier? Ich weiß es nicht. Ja, er geht ins Endspiel. Das ist okay für mich. Ja, er tauscht einfach alles ab. Ich muss aufpassen vor Springer E7. Den. Das hat Springer E7 gedroht. Wir spielen plus 5 Sekunden. Ne? Das heißt, ich muss jetzt hier nicht rushen wie blöd. Der Läufer müsste dem Springer hier glasklar überlegen sein, weil wir auf zwei Flügeln spielen. Ich habe hier 2 gegen 1. Okay. Ich gebe mal einen Schach. Den, drohe eventuell den hier. Der Turm kann nicht hier rein. Das ist wichtig. Der Läufer ist hier sehr stark. Ja. Okay. H5.
Eventuell H4, um hier die Felder zu kontrollieren. Wenn ich zu H4 komme, ist sehr gefährlich für ihn. Der geht nicht. Tut mir leid. Den hat er eingestellt. Das ist natürlich, die Zeit läuft ab und dann ist er nervös geworden. Er hat sehr gut mitgehalten. War eine spannende Partie. Jetzt ist aber natürlich total verloren, weil er hat eine Qualität und zig Bauern weniger. Jo. GG. So, gehen wir kurz in die Analyse rein. Wobei ich habe während der Partie schon so viel erzählt, dass ich denke, ich muss während der jetzt im Nachhinein nicht so wahnsinnig viel erzählen. Was mich interessieren würde hier, ja, der Computer sagt Springer schlicht D4 hier. Springer schlicht D4, D5 und so holt man sich die Figur wieder. Aber ich kann mich erinnern, irgendwo gelesen zu haben, dass es nicht das Beste ist. Ja, Springer E4 schon am häufigsten. Ich habe Läufer G4 gemacht. Das ist so ein typischer Plan hier, den ich spiele. Ja, Springer E2 ist ein Fehler, ne? Habe ich mir schon gedacht. D5 sagt die Engine, aber dann wollte ich den machen. Und einfach diese Struktur spielen, wo ich sehr viel Erfahrung habe. Einfach Springer zurück, F5 und dann einfach attackieren, wie in der königsindischen Verteidigung. Und die Figuren sind hier so ein bisschen stuck im Zentrum, insbesondere der Läufer. Der Computer sagt immer Vorteil für Weiß, wegen des Raumvorteils hier. Aber das ist eine absolut spielbare Stellung für Schwarz. Gut, er hat den gemacht und das ist ein Fehler. Hier muss er mit dem Läufer nehmen, um keinen Bauern zu verlieren im Zentrum. Aber die Stellung ist sehr angenehm, weil ich habe hier einen starken schwarzfeldrigen Läufer in dieser Stellung. Er hat aber Springer D4 gemacht und da stellt einen Bauern ein. Hier. Warte mal. Springer C4 ist sogar noch besser. Dame C4, Springer E4. Warum geht hier Springer B5 nicht? D5, das hatte ich gerechnet. Dame schlägt C7 und wo ist jetzt hier die Pointe? D4. Sehe ich immer noch nicht, ehrlich gesagt. Läufer F4. Okay, nehmen wir die Dame mal raus. Läufer F4. Und warum soll die Schwarz besser stehen? Keine Ahnung. Er steht aktiver. Okay, sehe ich ein. Aber nicht so einfach alles. Achso, ich habe hier den Bauern sofort genommen. Läufer D5, Springer C5. Ja, das ist ja alles korrekt, was ich hier spiele, deswegen weiß ich nicht. Oh, Läufer F7? Ich dachte, Springer F7 wäre dann total gut. B schlicht C. Ah! Ich kann nicht nehmen wegen dieser Gabel hier. Verrechnet. Ich muss mit dem Turm nehmen. Ne, schon mit dem Springer, aber. Und jetzt Dame E7. Mit ausgeglichener Stellung. Ah, okay. Interessante Ressource. Hatte ich nicht gesehen. Hier stehe ich besser. Ah, jetzt habe ich einfach einen Bauern mehr, ne? Ja. Tatsächlich spiele ich jetzt auch mit die besten Züge hier, aber das ist auch nicht so schwierig. Turm C8, Turm C1. Ja, Turm E4 wäre noch besser gewesen. D4 ist natürlich so ein bisschen Verlegenheit. Alles tauschen. Er hätte die Damen nicht tauschen sollen, weil das Endspiel ist wirklich schlecht hier. Weil er hat einfach einen Bauern weniger. Und Turm und Läufer sind eine bessere Kombination als Turm und Springer. Das ist bekannt. Und jetzt hat er den Turm eingestellt. Okay, das ist natürlich in einer schlechten Stellung in einem Endspiel hat er den Turm eingestellt und danach war die Partie vorbei.